Willkommen zurück bei Spirit of the Ghost und einem weiteren Let's Play Hammer of the Gods. Wir sind mittlerweile in der ungefähr 77. Runde und wir wollen jetzt mal langsam Gas geben und das Spiel ein bisschen vorantreiben. So, dann wollen wir sehen. Also, was ist eigentlich unsere Aufgabe gerade? Loki, Gott des Chaos. Drei Orte plündern und wir müssen noch drei plündern. Okay, das heißt alles auf Angriff. Scarpa könnte uns zum Opfer fallen, wenn wir Glück haben. Ja. Ist schon mal gut, die kommen uns entgegen. Ja. Ja, jetzt sieht's gut aus. Ja. Meine Berserker haben die schönere Haarfarbe. Und wir haben insgesamt einfach auch mehr zu sagen. So. Dann haben wir eine neue Kolonie da unten gegründet, ganz weit unten. Bevor wir es vergessen, wollen wir hier gleich Burgen bauen. Ja, dann. Das werde ich jetzt überhaupt machen bei jedem Ort, den ich von mir sehe. Stückchenweise alles professionalisieren. Zum Beispiel hier in Östersund, da wollten wir schon lange Türme bauen, weil es unsere Hauptstadt ist. Okay, da geht nichts. Gut, also die Gruppe kann gehen. Wir brauchen jetzt also einen Ort, den wir schön ausrauben können oder auch niederreißen am besten. Gehen wir mal nach Venedig, das hatten wir lange vor. Gut, die sind relativ nutzlos hier, ganz alleine. Haben halt einen weiten Weg hinter sich, aber so bringt's nichts. Sie müssen ab nach Hause. Ab nach Östersund. So, da ist eine komplette Armee. Die soll einfach mal da runter gehen. Können sich relativ langsam nur bewegen. Mhm. Da ist der Rote. Die auch nach unten. Wir sind jetzt so in dieser Phase vom Spiel, in der halt einfach Truppen verschickt werden, hin und zurück. Und der Weg ist ziemlich lang. Deswegen ist es dann manchmal ein bisschen langatmig. Ah, Plymouth wäre noch gut gewesen. Kann man das nächste Mal auch machen. Tune haben wir uns geholt. Minsk dürfte zu stark sein. Oh ja. Ja, dann bleibt uns wenig übrig. Können wir höchstens hier nochmal schauen, was es hier so gibt. Hier wieder nach unten. So, dann haben wir da ein super schnelles Schiff. Trotzdem wollen wir erstmal unsere Einheiten auffüllen. Die müssen dann halt hier stehen bleiben. Die können trotzdem mal losgehen, bis es nicht mehr geht. Und dann müssen die eben warten. Der genauso. So, der hat kein Schiff. Und irrt seit ewigen Zeiten hier unten rum. Muss er den ganzen komplizierten Weg da übers Wasser wieder zurückgehen. Ja, aber da wird ihm nicht viel übrig bleiben. So. Das ist die feindliche Burg, oder? Die muss jetzt dran glauben. Keine Kolonie, erst später. Ja, das könnte klappen. Wenn die nicht schon geschwächt sind, aber ich bin mir nicht sicher. Ah ja, jetzt sieht's gut aus. Der Rote noch weg. Jawohl, okay. Haben wir sogar den Held behalten, der kann sich dann die Sachen nehmen. Nein. Aktionen, Rekruten. Gut, da sind wir fertig. Okay. Zugende. Gut, 78. Runde. Ein Gegner nur noch übrig, da geht's auch sehr viel schneller. Ja, Reading sieht noch schwach aus, das könnte klappen. Ich würde es sogar probieren. Oder, was ist hier noch? Fränkisch. Und die ist es eigentlich egal. Probieren wir es mit Reading. Vielleicht haben wir Glück. Eieiei. Wir haben halt viele Bogenschützen. Die machen wir das Leben schwer. Oh, war ja. Ah, ah, ah. Nein! Oh mein Gott! Ach, war das knapp. Ärgerlich. Mann, ey. Ah. Da stinkt mir jetzt. Ach, ärgerlich. Jetzt hätten wir es fast geschafft.
runter. Ups. Ja, Plymouth, oder? Irgendwo, wo ich mit beiden angreifen kann. Ja, gehen wir doch gleich nach Plymouth. Dürfte das nächste Opfer meiner Aggression werden. Okay. Ja, wieder dieses Spielchen. Ja. Jetzt ist gut. Ja, sehr schön. So, Plymouth haben wir besiedelt. Minsk, das wird nichts. Da wollten wir ja hier ein bisschen erkunden stattdessen. Oha. Ja, das probieren wir. Komm, alles oder nichts. Sieht nach nichts aus. Ja. Sehr gut. Das kann nie schaden, hier ein bisschen aufzuräumen. Okay, da haben wir dieses riesig gute Schiff, das unendlich große Strecken zurücklegen kann. Mal nach Benfleet. Das hat auch schon ein paar Mal den Besitzer gewechselt, glaube ich. Okay. Dann laden wir hier wieder auf. Okay. Der muss einfach stehen bleiben. Der hat einfach schlecht im Moment. So, hier noch ein bisschen erkunden. Ist relativ sinnlos, aber naja. So, alles dazu, genau. Und jetzt können wir, denke ich, in Ruhe Kevlar besiedeln. Ja, es gibt später, glaube ich, noch eine Aufgabe mit Kolonien gründen. Vielleicht. Da hätten wir es auch machen können, aber ich denke, es ist jetzt kein Problem, es jetzt zu machen. Achso. Ja, doch, zurücknehmen. Wollen wir mal London versuchen? Ich weiß nicht. Da sind 4 Ritter. Da sind 4 richtig gute, also dann lieber Evreux. Ja, vielleicht können wir noch eine Runde warten, bis mehr kommen. Ja, keine Angriffe, sehr gut. So. Ab nach Hause mit dem. Hier, aha, okay, alles klar. Ja, da können wir auf jeden Fall mal uns den Weg durch die Berge leichter machen. Und, oh wow, vielleicht mal hier irgendwie so eine Straße bauen. Dass man wenigstens ein Angebot hat, wo man irgendwie langfahren kann. Dass es dann irgendwie schöner wird. Schneller geht, weniger Verschwendung ist und so weiter. Müssen wir auf jeden Fall hier noch Straßen bauen, weil wir da schon sind. Habe ich ein bisschen verrutscht, aber ist egal. Dann hier einfach so rüber. Genau, mal so kleine Rundreisemöglichkeit. Halt! Warum will er denn da lang? An der einzigen Stelle, wo nichts gebaut ist. So. Das läuft hier. Die wollten nach Hause. Ja, was macht eigentlich unsere Aufgabe? Wir haben jetzt viel gekämpft. Loki, Gott des Chaos. Einmal noch. Ja, eine größere Stadt brauchen wir noch. Okay. Evreux. Let's go. Probieren wir es mal. Ja? Oh, jetzt sieht es schlecht aus. Der Berserker soll ran, nicht der Bogenschütze. Ach, geh! Oh, ich hasse es. Ich hasse mein Leben. Probieren wir es mit dem. Komm, werde zum Held deiner Generation. Nein! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mir ist die ganze Ausrüstung vom Kopf gefallen vor lauter Empörung. Ah, ärgerlich. Ah, der ganze Weg umsonst. Ah, das kann doch nicht sein. Oh, heute ist echt nicht mein Tag. Ja, aber wir müssen zum dritten Mal probieren.
Also auf jeden Fall fest mal dahin. So viel ist schon mal klar. Jetzt bin ich gespannt. Klappt es denn? Erstmal so weit und dann ohne. Ja, sag mal, das muss doch gehen. Nächstes Mal sind sie wieder aufgepimpt. Nee, echt, das reicht nicht. Ich, oh. Ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich. Ja, nach runter nach Benfleet. Die müssen leiden da drunter. Okay. Jetzt kann der dann endlich mal ein bisschen weiter ziehen. Gut, Rekruten haben wir jetzt wirklich genug mittlerweile. Der ist so ziemlich nutzlos hier unten. Kevlar haben wir endlich besiedelt. Mal wieder. Dann gehen wir mal hier die Straße lang. Und hier gehen wir einfach nach unten und beenden die Runde. 80. Runde. Jetzt kommen wir so in den Bereich, wo ich gesagt habe, jetzt kommt so der Showdown. 80 bis 100, schätze ich mal. Vielleicht ein bisschen mehr Runden. Je nachdem. Sollten nach Hause. Einfach hier runter. Veliki. Oh. Oh Mann. Benfleet. Ja, ein bisschen haben sie aufgefrischt, aber nicht ganz. Nur natürlich die wichtigen Ritter. Jetzt könnte es reichen, eventuell. Ja, endlich. Aber es war ein teurer Sieg insgesamt. Die Stadt muss richtig toll sein, wenn wir die unbedingt so haben wollen. Nee, das wird doch nichts. Eins, zwei, drei, nie im Leben. Das kann nichts werden. Okay, dann. Halt, 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 bleib doch stehen. Ach. Da liegt doch noch was, das nimmt sich doch der Gegner. Gut, dann hier runter. Gut, und bevor wir mit dem jetzt wieder durch die Weltgeschichte fahren, lassen wir den einfach hier noch kolonialisieren, siedeln. Kann man mal schauen, was uns das eigentlich bringt? Jetzt haben wir vier Bauern und wenn ich siedle, habe ich fünf, oder wie? Ah, jetzt finden wir es wieder nicht mehr. War das Scarpa? Immer noch vier, ja super. Okay. Verschenkt könnte man sagen, mit anderen Worten. Okay, wo geht's dahin? Sehen wir das nächste Mal. So, Rekruten wieder auffrischen, nicht vergessen. Ich glaube, ein Schiff haben wir da oben noch stehen. Ja, natürlich. Könnten wir vielleicht sogar besiegen, aber zu welchem Preis? Da eben. Mit den drei, vier Leuten, die wir jetzt übrig haben, können wir die Burg dann wahrscheinlich kaum niederreißen. Ah, zwei Dragen gibt's. Die sind köstlich. Tyr, der So, Kriegsgott. was wollen die von Tor, mir? Gott der Stonehenge Stadttür, der oder zwei Kriegsgott. Städte oder Großstädte? Die nehmen wir zuerst, denn da sind wir ja gerade in der Gegend, in der das eine Rolle spielt. Also, den haben wir wieder zurückgehen lassen. Naja. So, dann dürften es die sein vielleicht. Die Draken, zu denen der mit dazugehen kann. So, hier müssen wir vorsichtig sein. Das Schiff können wir eigentlich hier lassen. Denn wir wollen ja sowieso nur auf jeden Fall die Burg erreichen. Aber das wird schwierig. Es könnte wieder so eine knappe Geschichte werden, wo einer übrig bleibt. Okay.
Gott sei Dank. Und zurück zum Schiff. Jetzt nehmen wir es mit. Gut. Hier einfach runter. Hier weiter rüber. Ah, Venedig, genau. Hier können wir unsere Freunde hier, unsere Zwerge, die Sachen nehmen lassen und dann nach Hause gehen. Eins, zwei. Dann rüber aufs Schiff, okay. Also Schiffe haben wir genug. Hier sogar ein besonders schnelles. Gehen wir einfach runter zu den großen Städten, um die dann niederzureißen. Es ist halt ein weiter, weiter Weg jetzt am Schluss. Das sind meine Drachen. Die gehen mal auf dieses Schiff mit und dann insgesamt nach Östersund. Und dann füllen wir noch ein bisschen auf hier. Haben wir eine schöne Truppe. Zum Beispiel für Stonehenge nachher. Hier auf jeden Fall auf diese Burg gehen. Ich mache ein bisschen die Drecksarbeit jetzt gerade. Jawohl, die Elfen sind natürlich gut, auch im Nahkampf. Aber dafür sind sie wieder zu schwach, denke ich. Es ist schwierig. Benfleet muss als nächstes dran glauben. Das sieht mir nicht wie eine Stadt oder Großstadt aus, aber gut. Wollen wir sowieso haben. Na? Die Steinwerfer, die nerven wirklich. So, da gibt es auch wieder viel zu holen. Das Boot haben wir noch. Da haben wir aber keine Chance mehr mit so wenigen Leuten jetzt. Es ist ärgerlich. Jetzt können wir da wieder nach Hause fahren. Da unten sind die Städte einfach zu groß für so Rumpftruppen. Okay, okay. Gehen wir mal einfach da hoch. Ist das und... Ach Quatsch, die wollen doch gar nicht nach oben. Die wollten doch nur nach oben, weil da noch die Sachen gelegen haben. Die wollten runter. So, dann schauen wir mal, wohin wir mit denen gehen. Benfleet. Ja gut, in der Gegend müssen wir sowieso ein bisschen aufräumen. Ja, ja, schon klar. So, Runde beenden. Nein! Gut, dass wir sowieso nach Benfleet gehen. Die Truppe allerdings kann, glaube ich, dran glauben jetzt, ja. Dann ist Benfleet auch wieder weg. Aber wir wissen, da haben wir noch was zu tun. Was sagt die Aufgabe eigentlich? War das vorhin eine Stadt, die groß genug war? Der Kriegsgott. Nein. Da müssen wir richtig die großen Brocken nehmen. Was ist denn die nächste Stadt in meiner Nähe hier? Links erstmal. Venedig, ja. Die kommt jetzt sowieso dran. Ich überlege gerade, mich hier nach links zu orientieren und vielleicht erstmal an dem Gewässer lang zu gehen und mal alle Einheiten darüber zu schicken, statt den langen Weg da unten rechts hin, in der Mitte der Karte. So. Da ist Venedig auf jeden Fall jetzt mal dran. Die sind natürlich richtig gut. Boah, sind die gut. So viele Ritter. Ja, der Held muss es machen. Ja, sehr schön. Das muss doch jetzt gereicht haben. Ich reiße es jetzt erstmal nieder, damit die Aufgabe auch wirklich klappt. Gehe aber gleich auf Siedeln und lege da meinen... Nicht Hastings? Nee, nee. Von wegen. Und, na, so jetzt, geh jetzt aufsiedeln, na, nicht mit der Gruppe, sondern mit der, wo wir gerade Venedig niedergerissen haben, Aktion siedeln und lass einen Bogenschützen da, damit uns die Stadt auf jeden Fall gehört. Ah, schwierig. Mal quer rein. Aha, Dunkirk. Da auch nach links orientieren.
So, hier haben wir uns schon weit nach rechts orientiert. Ah ja, das war die Benfleet-Story hier. Der Rote nervt natürlich schon, also... Gut, die sind schon auf halbem Weg nach rechts. Ein paar können wir ja nach rechts schicken. Da hauen wir jetzt einfach mal ab. Nein, auf jeden Fall neue Rekruten bauen. Achso, die sind... Ach nein, geht. Ah, könnte ich einen Berserker nehmen können, aber geht auch mal so. Nein, natürlich greift er mich an, wenn ich ihm direkt vor der Haustür stehe. Das ist natürlich ungünstig jetzt. Na, also nur mit zwei Elfen, einem, okay. Hätte ich es nicht geschafft. Mist, es ist immer sehr beschwerlich, die Burgen zu entdecken und besiegen. So, was sagt jetzt eigentlich meine Aufgabenstellung? Tyr, der Kriegsgott. Ja, einmal noch. Einmal noch. Fahren wir erstmal nach unten. Da wäre Draken. Müssen wir da hin? Nein, ich glaube anderswo hin. Später für die andere Aufgabe. So, da haben wir also die neue Truppe. Wo schickt man die hin? Einfach auch nach links. Links ist jetzt eine gute Wahl. Schaut mal oben rechts die Karte. Es ist wirklich wahnsinnig viel jetzt erkundet. Bam, bam, bam. Da hoch, da runter. Da runter, dahin. Da waren wir jetzt in Venedig, dann gehen wir nach Riga. Sehr gut, direkt vor die Tür. Benfleet, I hate you. Den Roten, echt, der hat mir jetzt das dritte Mal eine Kolonie geklaut. Dann nehme ich aber das Schiff jetzt nicht mit, sonst stehe ich wieder nur vor der Burg. Ja super, ich mache ihm die Burg kaputt und er nimmt meine Kolonie. Ja, klar. Ja, also er hat die Burg schon bekämpft. Ich habe jetzt eigentlich Bock, ihm meine Burg da vor die Nase hinzustellen, ehrlich. So, braucht mein Schiff wieder. Hm. Oh, mit Zauberer. Nie im Leben. Boah, mit Magier. Die sind echt unglaublich stark. Ich gehe mal also ein bisschen weg von dort. Venedig haben wir jetzt. Da kann man auch Richtung Riga gehen. Mit denen wollten wir nach Hause. Da sind wir auch fast da. Zwei Runden noch, dann sind wir zu Hause. Der orientiert sich nach rechts, Richtung Benfleet. In meine Stadt. Das ist eine Ergänzungstruppe nur noch mittlerweile. Kleine Erkunder. Eins, zwei, drei, vier. Kauf, okay. Zugende, natürlich. Das war's mit meiner schönen Truppe. Ja, der Held ist tot. Hier ist es so unwegsam in dem Gebiet, dass es wahrscheinlich nicht schaffen wird, die niederzureißen. Mit nur einer Truppe. Das ist mein gutes Schiff. Ja. Wenn wir wieder dahin gehen, greift uns wieder an. Vielleicht aber erst nächste Runde, weil er jetzt noch geschwächt ist. Ich kann mich gleich mal absichern, indem ich hier einfach eine Burg drunter stelle. So. Dann baue ich hier aber erst eine hin und gehe dann dahin, um die Züge nicht zu verschenken. Dann sollten wir erst die mit Riga angreifen. Mit denen Riga angreifen. Ah! Auch ein Zauberer, der brennt mir die einfach weg. Das ist wirklich ärgerlich. Da wird die Truppe wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ja. Ah, Zauberer ist tot. Das ist gut. Jetzt noch schnell dezimieren und mit den anderen nachlangen. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Haha. Gut, unterwerfen.
Mit einem, denn das ist das magische Schiff, das will ich nicht verlieren. Lass dich nicht irritieren vom Krankenwagen, der ist für den Feind da. Aber der wird ihm auch nicht mehr helfen. Jetzt mitten rein ins Feindesland mit den drei Typen da. Kein Schiff mehr, genau, weil das ja mein Schiff war. Und dann gehen wir hier einfach lang auch. Zeigen ein bisschen Präsenz. Dann mit denen nach Riga. Zwar das Schiff wechseln, denn in Riga gibt es Sachen, die ihr wieder aufnehmen soll. Und das ist das tolle Schiff. Aber London ist trotzdem zu heavy. Mit denen, okay. Ab nach Hause. Ach so, muss erst die andere Gruppe weg. So, mit denen gehen wir auch Richtung nach Hause. Das ist eine wilde Erkundungstruppe. Einfach rein ins Gelände. Aha, Tournee haben sie entdeckt. Können wir gleich mal aufladen hier. Zwei Helden und noch drei Bogenschützen. Wow, ist das eine gute Truppe. Die können eigentlich gleich dann die Special-Aufgabe machen. Jawohl. 85. Runde. Was sagt meine Aufgabe eigentlich? Hätte ich niederreißen müssen? Der Kriegsgott. Tatsächlich, gleich unterwerfen checkt er nicht. Ist das ärgerlich. Brauche ich noch eine Stadt. Warte mal. Erstmal schauen. Hier waren wir doch fertig. Genau. Warum also noch nach links? Wir müssen uns eher darunter orientieren, Richtung London jetzt. Ich finde ja natürlich, dass unterwerfen ist doch niederreißen plus neu besiedeln. Also könnten wir das eigentlich auch checken. Ist nicht so schön programmiert, finde ich. Dass man die wirklich dezidiert niederreißen muss. Ich habe es aus dunkler Vorahnung vorhin mit der einen Stadt schon gemacht. Erst niedergerissen, ich glaube Venedig war es. Und dann nochmal besiedelt. Naja, okay. Ärgerlich jetzt. So, diese Gruppe ist auch zu Hause. Die war eigentlich noch gut in Schuss. Aber halt nicht ganz gut, um unten was reißen zu können. Die sind natürlich jetzt alle viel zu stark, die Städte. Okay. Aha, oh wow, da geht's ab. Kein Wunder, dass wir da so dezimiert werden. London bringt mit denen wenig, oder? Ich probier's mal. Denn dann könnte ich mit der anderen Truppe es leichter haben in der nächsten Runde. Wenn die erst wieder erstarken müssen. Obwohl es nicht gesagt ist, dass es schief gehen muss, ehrlich gesagt. Naja, gut, jetzt ist es natürlich schwierig. Naja, es geht aber. Sehr gut. So, niederreißen. Gehen wir gleich nochmal hin zu der Truppe und machen Siedeln. So, jetzt könnte es geklappt haben. Ab nach Tournee, wenn wir schon da sind. Wollen wir sie nicht dem Roten wieder überlassen. Gut. Warum gehen meine Leute eigentlich immer einen Schritt zurück? Ist doch egal, ob sie wissen, dass die anderen das einreißen wollen. So, zur Sicherheit auch hier nochmal niederreißen. Falls es vorhin mit der Aufgabe nicht geglaubt hätte, dass es geklappt hat, dürfte es jetzt auf jeden Fall verstanden haben. Und da es so nah beim Roten ist, gleich ein bisschen ein Statement ausmachen hier. Okay. Cologne ist die nächste Stadt. So, da links, das ist schon lange nicht mehr aktuell, eher nach unten. Ja, dahin. Mit meinem magischen Schiff. Sherborne. Da haben wir uns ja abgesichert mit den Burgen, aber hier geht richtig die Party ab. Genau, zum Beispiel hier. Okay, ja, sieht gut aus. Ist halt ärgerlich, weil du dann keine Stadt hast, sondern nur eine Burg zerstört. Auch nice, aber nicht das, was das Herz begehrt. Gleich wieder eine Burg drunter gebaut zur Absicherung. Hier ist alles voll, jetzt hoffen wir. Nein, London wird angegriffen.
Da ist noch mehr Arbeit zu tun, aber meine Truppen sind schon auf dem Weg. Au, oh, ein Ritter besiegt zum Abschluss seines Lebens. Sehr schön. Das ist der Rote schon wieder. Und da werde ich auch angegriffen, trotz der Burg unter mir. Aber ich hatte ja keine Wahl. Ich musste ja die andere Burg auch irgendwie mal besiegen. Das könnte sogar für einen Gegenangriff reichen. Naja, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's unmöglich. Obwohl, ich habe einen Helden, also ist nicht gesagt. So, verfluchte Wasser, einen Wikingerheld und eine Einheit Draken. Oh ja, okay. Nichts, was einen umwirft, aber Aufgabe Tor, erledigt. Gott, und jetzt Stärke. Ist Stonehenge dran. London ist hier abgerissen. Nein, keine Kolonie. Ich will eigentlich nur... Oh Mann. Ich will eigentlich nur in London die Sachen abholen hier. Ja. Schiff haben wir nicht mehr. Ist aber egal. Wir sind immer auf dem Weg zur Burg, die uns gerade angegriffen hat. Werden wir sie finden. Da ist eine. Wenn es nicht die war, jede Burg ist die richtige. Die Drachen haben ihre Premiere. Und die sind natürlich richtig stark. Jawohl. Aber ich glaube, wir müssen uns links weiter noch orientieren. Da gibt es noch mehr zu tun, genau. Jetzt in diesem Zug möglichst viele Burgen gleich erwischen. Da ist noch eine. Ich glaube, die war es, die angegriffen hat. Da unten ist richtig was los. Ja. Schön. Dann noch eins rüber. Noch eine kleine Burg. Unglaublich. Kein Wunder, dass wir da dauernd angegriffen werden. Stonehenge ist angesagt, oder? Da oben. Halt, ich sehe schon wieder einen Fehler. Da links will keiner mehr rüber. Wir wollen jetzt eher hier hin. So, das sind wir da nicht von oben angegriffen worden? Nein, oder? Da waren wir doch direkt vor der Haustür, oder? Irgendwas war doch da. Das Boot lasse ich da, dann geht's schneller. Nie im Leben. Na gut, ich habe einen Helden. Probieren wir es mal. Sie sind jetzt so schwach wie nie. Naja, trotzdem. Also, der Berserker müsste durchhalten, der Held schafft's nicht. Ja. Oh, das sind körperliche Schmerzen, die ich habe. Nee, die sind alle zu stark für meine kleine Truppe hier. So eine kleine Burg, die würde ich mir vielleicht zutrauen, aber so doch nicht. Chipmen. Ja, sind relativ schwach. Da könnte ich es mal probieren. Wenn wir gut treffen, haben wir vielleicht eine Chance. Ah, nein. Ah, der Held hat es geschafft. Dann, es wird knapp. Oh Gott. Nein. Ach. Heute ist echt nicht mein Tag, was so knappe Kämpfe angeht. Nein, keine Nachricht. Okay, okay. Nein, ich habe eigentlich... Ich weiß auch nicht. Will ich Cologne niederreißen? Ich muss erst die Burg machen. Sonst geht's wieder schief. Wenn ich hier noch was hinbaue, reicht das? Nicht ganz. Dann gehen wir hier hin. Und wieder zurück. So. Hastings, da gehen wir einfach senkrecht runter. Der ist relativ hilflos jetzt hier. Gehen wir einfach mal quer ins Land. Ach doch, wir haben schon aufgefüllt. Wexford, natürlich greift mich die kleine Burg an jetzt, als ich sie entdeckt habe, war es zu spät. Vielleicht haben wir Glück und können sie nochmal zurückschlagen. Bloß keinen mehr verlieren. Ja, es könnte nochmal klappen. Und die kommt auch. Na, dann haben wir natürlich keine Chance. Es ist unglaublich materialaufwendig hier unten. Vor allem sind das alles vergebene Kämpfe. Du kämpfst, gewinnst vielleicht oder so, dezimierst den Gegner, ist aber egal, weil er sich in zwei Runden wiederholt hat.
Da unten ist es echt übel. So, jetzt ab auf die Burg. Die hatte sich nicht getraut anzugreifen, nur die andere. Jawohl. Die schmelzen weg wie Butter in der Sonne. Und gleich noch auf die nächste. So. Das war's. Damit ist da mal Ruhe im Karton. Das mit Stonehenge wird heute wieder nix. London könnte man jetzt wieder einnehmen. Aber es ist mühselig da unten, also es ist wirklich nicht easy. Dann schicke ich, kann ich die nach Sonnen schicken? Das machen wir das doch gleich, direkt von meiner Hauptstadt aus. Da ist der Drache, hat 8 Lebenspunkte, mein Kleiner hat 7, also allein der könnte es schaffen. Okay, cool. Ab nach Hause wieder auffüllen. So. Mit dem können wir hier runtergehen. Mit dem einfach mal in die Berge hier. St. Mark haben wir noch entdeckt. Jetzt können wir hier diese Burg niederreißen. Okay. Und ab wieder aufs Wasser, zur Sicherheit. Hier gehen wir einfach wieder quer runter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kauf, okay. Zugende, hoffen. Spiegel des Vergessens, ein Wikingerheld und 2 Berserker. Saga. 88. Göttin Runde. Jetzt gibt es nur noch 3 Aufgaben. Und eine ist Geld oder Leben. Okay, muss ich meine Ehre geben. Das nächste Mal gehen wir ins große Finale. Ich sag vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, Mitfiebern. Ich freue mich wie immer über Likes, Abos, auch auf Facebook oder Google+. Bis zum nächsten Mal, euer Spirit. Ciao, ciao.